Hallo Leute, ich spiele jetzt weiter den Fußballmanager mit der Hertha. Leider ist ja beim letzten Mal beim Twitch-Stream die Aufnahme hat nicht geklappt. Jetzt geht's weiter die Saison. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Sehr gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers in dieser Situation. Schön mit dem Kopf. So, der Ball ist aus. Das gibt nur einen Wurf. So, jetzt muss es schnell gehen. Gute Kontergelegenheit. Einfach weg mit dem Ball. Riesenmöglichkeit. An die Latte, aber der Ball ist noch heiß. Bloß weg mit dem. Was wird sich der Torwart gedacht haben? Und den hat er super gehalten. Das muss auch mal klar so festhalten. Ja, was macht denn der Stürmer mit dieser Chance? Aber Kompliment, der Torhüter hat toll aufgepasst. Also sieht ein klasse Pass aus. Ja, aus der Distanz kann er gut schießen. Da rettet die Latte. So wollen wir das sehen. Wer da flanken? Jetzt kann er sich in aller Ruhe seine Anspielstation aussuchen. Oh, der sitzt! Erstklassig, ein fantastisches Tor. Ah, das sah schon klasse aus. So schnell macht ihm das keiner nach. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Und das war schon toll, dieser Pass. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Nutze die Chance. An die Latte und da ist noch alles drin. Jetzt hat er den Platz. Ah, mit den Fingerspitzen kommt er dann auch dran. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Oh, klasse Lattentreffer. Klasse. Und das über diese Entfernung. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Und jetzt muss er schießen. So, nach der Aktion können Sie erstmal wieder durchatmen. Befreiungsschlag. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Schnell das Mittelfeld überbrückt mit einem langen Ball. So, jetzt wird's gefährlich. Und er trifft die Latte. Achtung, jetzt brennt's. Und im Training haben sie sich darauf spezialisiert, auf gefährliche Eckbälle. Schauen wir mal, was daraus wird. Oh, schwacher Eckball, das kann er besser. Der Torwart ohne Problem.
Da hat er geahnt, wohin der Ball kommen würde. Und in die Fingerspitzen noch an den Ball. Ja, das sieht gut aus. Schön mit der Brust angenommen. Und wie genau flankt er? Jetzt schauen Sie mal, wie leicht das aussieht bei einem so hervorragenden Torhüter. Toll abgefangen. Ganz weiter Ball vom Keeper. Ah, wunderbar gesehen. Fantastisch, die Parade. Da muss er sich ganz, ganz lang machen. Ja, manchen Torhütern ist das ja sogar ganz recht, dass sie ständig was zu tun bekommen. Ja, das war kein guter Eckball. Der zieht den Ball zu nah ans Tor. Kein Problem für den Keeper. Ja, das hat er gut gemacht. Herrlicher Pass. Ah, da steht er vollkommen frei. Jetzt müsste er eigentlich flanken. Oh, jetzt alles nach vorne, heißt die Devise. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Der hat er nicht lange überlegen müssen. Das ist gelb. Ja, Foul, gelbe Karte, richtige Entscheidung. Gute Möglichkeit zum Flanken. So, jetzt kommt die Flanke, aber genau auf der Torwart. Und weg mit dem Ball, denkt sich der Torwart. Und das war gut gespielt. Ja, Passspiel gehört zu seinen Stärken. So, jetzt nimmt er den Ball. Das könnte eine gute Möglichkeit werden. So, den muss er jetzt verwandeln. Ja, und hier die klare Entscheidung. Abstoß. Zur Pause steht es 1:0. Ja, Tom, also ich glaube, das ist ja ein klares Ergebnis zur Pause. Wenn Sie so weiterspielen, dann wird gar nichts mehr anbrennen im zweiten Durchgang. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. Und die zweite Halbzeit läuft. Ja, was für ein Pass, da beweist er Übersicht. Spieler so leicht machen. Bitte, schon hat er wieder den Ball. Und daraus könnte was werden. Ja, für den Stürmer natürlich bitter. In der Abwehr stehen sie gut und jetzt stand er auch noch im Abseits. So haben sie das im Training geübt. Und es gibt ja kaum jemand, der den Ball so in den... Ja, das ist doch überhaupt kein Problem für einen Keeper. Schwache Flanke. Da und der Torhüter drischt den Ball über das Feld. So, jetzt warten sie in der Mitte auf seine Hereingabe. Ja, kein Problem, einen solchen Flankenball abzufangen. Weg mit dem Ball. Ein wunderbarer Pass. Ja, das war ein rüdes Foulspiel. Ich weiß auch nicht, aber der Schiedsrichter sieht keine Veranlassung. Der geht in die Mauer. Der Ball ist im Aus, das gibt Eckball. Den Blick für das Spiel. Und der lange Ball kommt an.
so schlecht sah das von hier oben gar nicht aus, aber der Ball, das haben Sie gesehen, der geht dann doch relativ deutlich vorbei. Tja, klar, ein weiterer Treffer, der würde Ihnen natürlich noch mehr Sicherheit geben. Tja, ich glaube, da hätte der Schiedsrichterassistent gar nicht die Fahne heben müssen. Das hat der Unparteiische schon selbst gesehen, abseits. Und hier die Abseitsentscheidung, nochmal in der Wiederholung. Klug gespielt. So, der kann die Bälle in die Räume spielen. Alle Angreifer sind jetzt in der gegnerischen Hälfte postiert. Ja, so schlecht war das gar nicht. Er müsste halt mit dem Ball das Tor treffen. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Und da waren sie nah dran am Ausgleich. Ja, das Stellungsspiel war gefordert und er stand richtig. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann, ja, gehalten, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Oh, Tor! Das ist doch perfekt gemacht. Den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Jetzt musste die Flanke kommen. Und jetzt wechselt der Trainer gleich doppelt aus. Eckball. Ah, der fliegt hoch rein, der Ball in den 16er. Oh, das sieht aber ganz vielversprechend aus, diese Situation. Was hat sich der Torhüter dabei gedacht? Es gibt Elfmeter. So, jetzt gibt es also den Elfmeter. Oh, das gibt's nicht. Gehalten. Und jetzt sind natürlich seine Sprinterqualitäten gefragt, denn das Tor, das ist ja leer. Ja, Tom, hin und wieder braucht man eben auch ein bisschen Glück. Und davon hatte er bei diesem Pfostenknaller reichlich. Kombinationsfußball wie aus dem Lehrbuch. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Mühelos fängt der Keeper diese Flanke ab. Oh, das hat er gut gesehen. Super gemacht. Guter Spielzug. Er könnte sich was draus entwickeln. Und so kann er das Tor dann doch unterm Strich nicht in Bedrängnis bringen. Sie versuchen immer noch, die Führung weiter auszubauen. Das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Ja, und es gab ja die ein oder andere Unterbrechung in dieser Partie. Deswegen 3 Minuten Nachspielzeit. Oh, das könnte jetzt ganz gefährlich werden, wenn er jetzt nur noch die Nerven behält, eine gute Flanke schlägt. Oh, Fehler. Und ab geht die Post, das gibt eine Chance.
Gute Kopfball. Oh, das war's. Und ich glaube, sie sind froh, dass der Schiedsrichter hier nicht hat weiter nachspielen lassen. Es wurde verdammt knapp. Aber am Ende haben sie so gerade eben noch gewonnen.
Also normalerweise müsste das heute eine ganz klare Angelegenheit werden. Was glaubst du, Sebastian? Gibt es wieder so einen klaren Sieg wie beim letzten Mal? Boah, das ist schwer zu sagen, Tom. Also schaut mal nur auf das nackte Ergebnis. Das nackte letzte Ergebnis, dann wird es doch wieder eine klare Angelegenheit. Aber ich denke, dass die Mannschaft jetzt weiß, was auf sie zukommt. Sie werden defensiv spielen, um dann vielleicht mit dem einen oder anderen Konter heute erfolgreich zu sein. Oh, das war ein guter langer Ball und jetzt könnte es gefährlich werden. Ja bitte, warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Ja, das war ein und von der Latte zurück ins Spiel. Klasse rausgeköpft hinten. Nein, diesen Schuss musst du dich erstmal reinwerfen. Hat er getan, war auch wichtig. Guter Beginn und das ist der erste Eckball in diesem Spiel. Ich glaube, das war auch richtig so, dass er den Ball hier lieber wegfaustet, als dass er versucht, ihn zu fangen. Und jetzt geht er vorbei und so oft wir dieses Tor sehen, es wird uns nicht langweilig. Ja, und hören Sie mal, was jetzt auf den Ring los ist. Ein wunderschöner Treffer. Da sind keine Sekunde Zeit verschenkt. Gegenangriff, schnell und entschlossen durchgezogen. Ja, der Abwehrspieler hat sich den Ball wieder erobert. Wollen wir da groß diskutieren? Nein, klare Abseitsposition. So, das schauen wir uns jetzt nochmal aus der Nähe an. Abseits, ja oder nein? Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. So, nach der Aktion können Sie erstmal wieder durchatmen. Befreiungsschlag. Ja, man kann es noch mal probieren. Ja, was für ein Tor. Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen. Aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Das ist schon souverän, wie sie hinten in der Abwehr stehen. Das war ein Foul und deswegen gibt es Freistoß. Gutes Stellungsspiel des Torhüters. Er hat den Ball. Ja, und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Ja, das sieht gut aus. Und klasse, dass der Ball auch noch den richtigen Adressaten findet. Und das ist die richtige Marschroute. Die Verteidigung über die Flügel ausspielen. Das ist doch überhaupt kein Problem für einen Keeper. Schwache Flanke. Und weg mit dem Ball, denkt sich der Torwart. Sehr gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers in dieser Situation. Wie er den spielt. Und das ist keine gute Defensivarbeit. Und jetzt haben sie die Möglichkeit. Und der Ball. Achtung, jetzt brennt's. Und er trifft den Pfosten hier. Ja, daraus ergibt sich nur ein Einwurf. Jetzt ist er durch, jetzt ist er vorbei. Oh, den hat er gehalten. Und wie, da war er mit den Fingerspitzen noch dran. Klasse, das Zuspiel und das über diese Distanz. Und der Schiedsrichter hat recht, hier muss es Freistoß geben nach dieser Aktion. Und es gibt ihn auch. Und das sieht gefährlich. Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Schön gemacht. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Oh, für solche Aktionen gab es auch schon mal die rote Karte, aber er hat Glück, kommt jetzt mit Gelb davon. Ja, ganz klar, gelbe Karte, richtige Entscheidung des Unparteiischen. Schön per Kopf weitergeleitet.
war ein schöner Pass. Solche Tore wollen wir sehen. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Die Chance erkannt und sofort reagiert und das Tor gemacht. Das war schon ein klasse Zuspiel. Und nach diesem üblen Foul gibt es Freistoß. So, jetzt wird's gefährlich. Ein Angreifer war zuletzt am Ball, deswegen Abstoß. Ja, und in der eigenen Hälfte hat er sich den Ball zurückerkämpft. Gutes Auge für den Mitspieler. Genau in den Lauf. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Platzverweis, gelb-rote Karte. Gute Partie, gutes Niveau in dieser ersten Halbzeit und man kann den Sieger schwer vorhersagen. Das hat er gut gesehen. Der Gegner kommt ja gar nicht an den Ball ran. Ja, für die mühelos fängt der Keeper diese Flanke ab. Der Torhüter klärt hier erstmal. Der Verteidiger kann klären. 2:1 der Spielstand zur Pause. Das ist ja noch nicht so viel passiert, aber das liegt natürlich vor allem daran, dass beide so konzentriert sind. Bin gespannt, ob das in der zweiten Halbzeit auch so eng bleibt. So, es geht weiter mit der Partie, hinein in den zweiten Durchgang. Und die zweite Halbzeit läuft. Erstklassiges Zuspiel. Ja, Rühles Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Ja, wenn Sie mich fragen, hat der Spieler da durchaus noch eine Portion Glück gehabt. Nur gelb für das Foul an einem Spieler, der überhaupt nicht im Ballbesitz war. Das ist doch ein Zweikampf wie aus dem Lehrbuch und er setzt sich durch. Klare Entscheidung des Schiedsrichters, das muss Abstoß geben. So, jetzt müsste es schnell gehen. Gute Kontergelegenheit. Den Ball hat er sich förmlich vom Fuß geangelt. Hat er den Ball leichtfertig abgegeben. Ah, guter Zweikampf. Jetzt hat er ihm den Ball abgenommen. Ja, und hier die klare Entscheidung, Abstoß. Souverän gemacht.
Und das gehört zu seinen Spezialitäten. Präzise, lange Bälle. Und er kann von weit draußen schießen. Das war klar. Warum denn nicht? Ganz knapp geht der Ball vorbei. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Nutzt er die Chance? Gehalten, aber... Und Tor! Unglaublich! Was für ein Jubel! Wahnsinn! Was für ein tolles Tor! Und so nutzen sie ihre zahlenmäßige Überlegenheit aus. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Ah, wie er sich den Ball da erkämpft, da kann man ja nur mit der Zunge schnalzen. Das ist ja Weltklasse, wie die da hinten stehen, wie perfekt die organisiert sind. So, und damit sind sie wieder im Ballbesitz. Da sieht er die Lücke. Also den Elfmeter muss er geben, ganz klar. Und jetzt stellt sich die Frage, gibt es darüber hinaus noch weitere Konsequenzen? Überhaupt keine Abwehrchance für den Torhüter. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Jetzt hat er den Platz. Der Ball ist erstmal raus aus dem Strafraum und sie können ihn erstmal durchatmen. Ja, das sieht der Trainer gern. Die Verteidigung spielt sehr diszipliniert. Ja, da spielt er den Ball weit nach vorne, findet seinen Mitspieler. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Und irgendwie kommt er an den Ball noch ran. Da und der Torhüter drischt den Ball über das Feld. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Ja, damit kann er natürlich das gegnerische Tor überhaupt nicht in Gefahr bringen. Ja, das sind schon fast Verzweiflungsschüsse. Und das ist ehrlich gesagt... ohne Konzept vorgetragen, was sie hier zeigen. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Und damit haben sie sich den Ball zurückerobert. Jetzt die Augen. Und jetzt sieht es so aus, als durften alle mal Tor. Oh, das ist unglaublich. Diese Technik. Ein klasse Tor. Ja, einen besseren Einstand kann man sich doch nicht wünschen. Erstmals mitgespielt und gleich ins Tor gekommen. So, jetzt setzen beide Trainer aus. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat, den Ball noch abfälscht. Ja, lange ist nicht mehr zu spielen. Spannung ist natürlich raus und die letzten Momente dieser Begegnung werden da auch nichts mit anhängen. Und den hat er super rausgeholt. Ja, der Torhüter auf der anderen Seite, der kann ja fast schon ein Nickerchen machen. Dieser hier, dieser nicht. Eine Parade nach der anderen. Die Führung nur dank ihm. Absolut spitze.
Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Und nur raus damit, raus! Jetzt ist er fast durch, hat nur noch einen Abwehrspieler vor sich. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Im letzten Augenblick noch soeben geklärt. Und das Dribbling stammt anscheinend. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr.
Herzlich willkommen, das ist eine Partie, die richtungsweisend ist. Das ist ein Spiel, auf das wir uns gefreut haben. Beide Mannschaften schnuppern schon an der Tabellenspitze. Sebastian, wem gibst du heute die Favoritenrolle? Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, Tom. Beide haben ja über ihren Erwartungen gespielt in dieser Saison. Und wer dann tatsächlich gewinnt, das ist so, wie du eben gesagt hast. Der rückt dann ganz oben ran und ich bin gespannt, welche Mannschaft das ist. Schön gemacht. Dem langen Ball war zu wenig Genauigkeit. So, und dafür bekommt der gefaulte Spieler einen Freistoß zugesprochen. Ein Weltklasse-Pass. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Guter Spielzug. Tja, und jetzt ist dem anderen Spieler so leicht machen. Bitte, schon hat er wieder den Ball. So haben sie das im Training geübt. Und er ist nicht speziell. Und jetzt glaubst du, du könntest hier eine Stecknadel zu Boden fallen hören. Die Gäste gehen in Führung. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Eiskalt verwandelt und das war gleichzeitig noch überlegt gemacht. Sehr gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers in dieser Situation. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch. Das ist ja Weltklasse, wie die da hinten stehen, wie perfekt die organisiert sind. Genau so stellen wir uns das vor. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Und dafür müsst ihr jetzt gelb sehen. Und das passiert auch so. Ja, da kann er sogar froh sein. Ja, in diesen Schuss musst du dich erstmal reinwerfen. Hat er getan, war auch wichtig. Oh, das war clever gepasst. Ja, das war aber keine gute Flanke. Und wenn jetzt die Flanke kommt, dann ist die Gelegenheit da. Die Flanke hätte ein bisschen schärfer kommen müssen, dann wäre es, glaube ich, schwieriger geworden. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Ja, und jetzt spielen sie mit viel Druck nach vorne. Jetzt hat er die Situation geklärt. Das Kopfballspiel, das beherrscht er wie aus dem Lehrbuch. Er sucht seine Chance. Ja, und schauen Sie mal in die Gesichter der Fans. Da kann man ablesen, wie wichtig dieser Treffer ist. Was für ein Tor, was für ein tolles Tor. Ja, das geht schon in Ordnung. Sie haben sich diesen Ausgleichstreffer verdient. Oh, der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und entscheidet auf Freistoß. Klasse Zuspiel, jetzt hat er Raum. Oh, das könnte jetzt ganz gefährlich werden, wenn er jetzt nur noch die Nerven behält, eine gute Flanke schlägt. Und in der Abwehr steht er gut und hat den Ball gleich wieder zurückerkämpft.
Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Kommen. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Ja, jetzt werden wir sehen, ob sie im Training Standardsituationen geübt haben. Eine erstklassige Freistoßposition. Nee, der Ball ist im Netz. Wunderbar, einfach wunderbar. Ein wunderschönes Tor. Ja, das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Ein Freistoß aus dieser Entfernung, der ist immer gefährlich. Kann er die Möglichkeit nutzen? Da spiele ich den Ball aus, da kann überhaupt nichts passieren. Riesenmöglichkeit. Und er hat's gemacht, er hat's erzielt. Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. So, nach dem Tor ist jetzt alles wieder offen. So wollen wir das sehen. Ja, das war eine Abseitsposition, aber trotzdem so frei darf der eigentlich gar nicht an den Ball kommen. Ja, das war ein schöner Ball und der geht weit nach vorne. Guter Pass zum Mannschaftskameraden. Und nach den ersten 45 Minuten steht es 2:2. Beide Teams sind bis jetzt absolut gleichwertig. Ich denke, wir können uns auf eine spannende zweite Halbzeit freuen. Es geht weiter mit der Partie, hinein in den zweiten Durchgang. In der Hintermannschaft arbeiten sie als eine richtige Einheit. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Sehr souverän aus. Schnell das Mittelfeld überbrückt mit einem langen Ball. Also das macht einen ganz souveränen Eindruck, wie die stehen da hinten. Hochkonzentriert. Zieh ab, Junge! Und das über diese Entfernung. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Er trifft. Das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Ja, und das ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, eine ziemlich bescheidene Leistung des Keepers. Er ist ganz klar der Schwachpunkt im Team. Ja, da will er den Ball ein bisschen mehr als sein Gegenspieler. Schon hat er sich da durchgesetzt. Das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Ja, eine schöne Flanke. Eigentlich war der schon drin, aber irgendwie war der Torhüter noch dran. So, nach der Aktion können sie erstmal wieder durchatmen. Befreiungsschlag. Ja, das war ein Foul, aber es gibt keine Karte dafür. Weiter geht's.
völlig frei kann er sich da bewegen. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Ja, ich kann von meinem Kommentatorplatz aus sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest einer auswechseln. Gut geklärt, fair gemacht, souveräne Abwehrarbeit. Ja, das ist doch überhaupt kein Problem für einen Keeper. Schwache Flanke. Und ganz weit nach vorn gespielt und der Ball kommt auch noch an. Der Schiedsrichterassistent hebt seine Fahne vollkommen zurecht, wie ich meine. Klares Abseits. Ja, das hat er gut gemacht. Der Ball geht über die Torauslinie, deswegen Abstoß. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Wunderbarer Pass. Ja, da musst du erstmal durchkommen. Klappt nicht. Und jetzt muss er schießen. Und der Ausgleich ist hier gefallen und das geht in Ordnung. Oh, das ist unglaublich. Diese Technik. Ein klasse Tor. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Und wenn Sie mich fragen, wer wird hier gewinnen? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt erstmal das Ausgleichstor. Ja, Fehlpass. Das Spiel nach vorne. Und vorerst ist die Gefahr gebannt. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Ja, gefällt dem Trainer. Es ist aber auch nicht einfach, diesen Abwehrriegel zu knacken. Wie willst du das machen? Hat er den Ball schlecht abgeschirmt, hat ihn gleich wieder verloren. Ja, warum nicht? Genau in den Winkel. Ja, und hören Sie mal, was jetzt auf den Ring los ist. Ein wunderschöner Treffer. Ja, und mit dem Treffer hat er sich vielleicht für die nächste Partie für die Startformation empfohlen. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite Wechsel heute. Und jetzt heißt Abwehr aufgepasst. Freistoß. Boah, was für eine enge Entscheidung. Der Schiedsrichter gibt hier nur Freistoß. Da haben Sie aber Glück gehabt. Was für ein Treffer. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans noch gewartet, auf so ein schönes Tor. Das ist der Ausgleich und jetzt ist alles wieder offen. Ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, die Flanke war einfach nicht scharf genug gezogen. Überhaupt kein Problem. Gut gemacht vom Keeper. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Also das war ein ganz schwacher Schuss und das wissen wir alle. Das kann er viel besser. So, die Spieler wärmen sich am Rand des Spielfelds auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. So, jetzt eine gute Flanke und dann wird es ganz eng für die hinten drin. Was für eine Freude, was für ein Tor. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Ja, und jetzt muss er neue Impulse setzen, der Trainer. Und womit macht man das? Mit einer Auswechslung bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Und das ist die Führung kurz vor dem Ende des Spiels. Und jetzt geht's hier richtig los. Also so hart kann er nicht in diesen Zweikampf gehen. Da hat er Glück, dass es nur Freistoß gibt. Keine Verwarnung für den Spieler. Der Schiedsrichter hat wohl seine Kontaktlinsen vergessen. Ja, das war schön geklärt hier vom Abwehrspieler. Ja,
souverän, ganz locker rausgespielt, der Erfolg. Und mit dem Spiel und natürlich auch mit dem Resultat können Sie mehr als zufrieden sein. Hallo und herzlich willkommen zu einem Spiel, bei dem man überhaupt nicht weiß, wie das ausgehen wird. Beim letzten Aufeinandertreffen gab es ein Unentschieden. Was wird es heute geben, Sebastian? Ja, ich glaube, Tom, dass es auch heute wieder eine ganz schwere Frage sein wird. Die Mannschaften sind einfach zu ausgeglichen, das haben wir schon gesehen. Ich glaube, es wird um eine Nuance gehen, welche dann entscheidet, wer diese Partie gewinnt. Daraus könnte was werden. Nach den Stürmen natürlich bitter. Mit der Abwehr stehen sie gut und jetzt stand er auch noch im Abseits. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Ein großartiges Zuspiel. Eine flache Reingabe nach innen. Ja, gut abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Da müssen wir aber noch mal einen genauen Blick drauf werfen. Knappe Entscheidung. Abseits ja oder nein? So, den muss er jetzt verwandeln. Das war eine klasse Parade des Torhüters. Also wenn die Flanke so dicht vors Tor kommt, dann ist das überhaupt kein Problem für den Torhüter. Auch wenn wir uns die Wiederholung anschauen, müsste es klar werden, stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits.
Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Sieht gut aus. Kann er die Möglichkeit nutzen? Da stand er knapp im Abseits, aber der Verteidiger war auch ohnehin ganz eng an ihm dran. Und hier die Abseitsentscheidung nochmal in der Wiederholung. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Was für ein Schuss aus der Distanz. Ja, so schlecht sah das von hier oben gar nicht aus, aber der Ball, das haben Sie gesehen, der geht dann doch relativ deutlich vorbei. Oh, das könnte jetzt ganz gefährlich werden, wenn er jetzt nur noch die Nerven behält, eine gute Flanke schlägt. Der Ball ist im Tor aus und damit Abschluss. Und die Fahne ist oben. Und hier sieht man in der Wiederholung die Abseitsstellung nochmal ganz deutlich. Schönes Zuspiel. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Und der Kopfball nach vorne bringt jetzt neuen Schwung. Perfekt getimt, der Ball landet genau beim Mitspieler. Riesenmöglichkeit. Also die Schiedsrichterassistenten haben es auch nicht leicht. War das jetzt abseits oder nicht? Und hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. Immer wenn die Abwehr gefordert ist, dann ist sie da. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Ja, da hat er gut mitgespielt, der Torwart holt sich den Ball. Und den Ball hat er ja förmlich gestohlen hier gerade in dieser Situation. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Ja, könnte sich was draus entwickeln. Der Ball geht vorbei und die Chance ist vertan. Und da hat er das richtige Timing. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. So, jetzt kommt die Flanke, aber genau auf den Torwart. Jetzt müsste mal langsam die Hereingabe kommen. Ja, das Kopfballspiel, das ist halt eine große Stärke von ihm. Schuss und er bleibt in der gegnerischen Abwehr hängen. Los, schieß, Junge! Vom Pfosten zurück ins Feld. Ja, das war nicht ungefährlich. Besser ist es, da auf Nummer sicher zu gehen und den Ball erstmal rauszuschlagen. Ja, ein Zuspiel wie aus dem Lehrbuch. Zieh ab, Junge! Ja, Tor, Tor! Der ist drin! Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht! Super, wie er den Ball verwandelt hat. Der Torhüter ohne jede Chance. Und damit haben sie sich den Ball zurückerobert. Klasse Zuspiel, jetzt hat er Raum. Gut aufgepasst, aufmerksam, die Situation richtig eingeschätzt, den Ball zurück.
So, Schiedsrichter pfeift die erste Hälfte ab. Spielstand 1:0. Es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. So, wir sind bereits zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Die Spieler sind alle da. Auf geht's. Und den langen Ball hat er genau getimt. Kaum eine Gelegenheit. Die Abwehr steht glänzend. Kompliment. Ah, da hat die Verteidigung aber geschlafen. Ja, und jetzt spielen sie mit viel. Ja, das ist doch überhaupt kein Problem für einen Keeper. Schwache Flanke. Und jetzt ist die Frage, können Sie Kapital schlagen aus dieser zahlenmäßigen Überlegenheit? Klasse Kopfball. Und den hat er super rausgeholt. Mensch, ist der Torhüter heute gut drauf, hat schon so viele Chancen vereitelt. Also die Führung ist bis jetzt nur ihm zu verdanken. Klasse Aktion. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Im Strafraum, da sind schon die Stürmer. Jetzt muss er einfach flanken. Ja. Gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers. Und deswegen kam er noch rechtzeitig dazwischen. Immerhin, sie haben einen Eckball herausgeholt. Ja, da spielt er den Eckball genau in die Hände des Torhüters. Ja, Torwart will kein Risiko angehen, klärt. Aber der Abwehrspieler rechtzeitig zur Stelle. Jetzt die Augen und super, wie er den herausgeholt hat. Toll gemacht vom Keeper, super reagiert. Aber der Stürmer muss natürlich viel mehr aus der Chance machen. Ja, ein schöner Pass. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeig ich da eine Karte oder nicht? Ja, und das war ja klar. Das gibt die rote Karte. Es ist gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereiten. Und er kommt mit dem Ball an der Mauer nicht vorbei. Ah, der sah gefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Schön abgeblockt den Ball. So, an die Latte. Aber der Ball ist noch heiß. Und im Training haben sie sich darauf spezialisiert. Auf gefährliche Eckbälle. Schauen wir mal, was daraus wird. So, jetzt wäre die Gefahr erstmal wieder gebannt. Gut weggeköpft. Wunderbarer Pass. Ja, jetzt müsste er den Ball aber nach innen ziehen. Und das war, ganz eng jetzt. Ah, der ist gut, der ist lang und der kommt an. Und den haben viele schon drin gesehen, aber der Torhüter war mit dem Reflex noch da. Das ist natürlich ganz wichtig. Der Torhüter hilft seinem Team mit diesen Paraden in einer schwierigen Phase. Ja, so sieht ein klasse Pass aus. Über
solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Ich glaube, das war schon richtig entschieden vom Schiedsrichter gespannt, da auf Abseits zu erkennen. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Und mit solch langen Bällen kann man auch mal eine ganze Abwehr aushebeln. So, und jetzt machen sie das Spiel auf, ziehen die Partie in die Breite. Das war ein guter Kopfball. Prima, wie sie sich den Ball zurückgeholt haben. Schöner Pass. Und wieder den rausholt. Einfach spitze. Ein Torhüter macht das Spiel seines Lebens, Tom. Unglaublich, was dieser Mann leistet. Und klasse, wie er da das Mittelfeld mit einem weiten Ball überbrückt. So, jetzt muss er den Ball nach innen ziehen. Und er hat's gemacht, er hat's erzielt. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich! Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Und damit haben sie sich den Ball zurückgeholt. Ja, solange er den Ball nicht verliert. Achtung, jetzt brennt's! Und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Hey, wir haben noch 2 Minuten nachgespielt. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Und jetzt schaffen sie das hier doch noch. Ja, das ist doch ein immens wichtiges Tor. Jetzt werden die letzten Minuten noch spannender. So, die Spieler wärmen sich ein anderes Spiel. Und zum Schluss steht es hier 2:1 und ich glaube, das geht auch in Ordnung. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich auch bei Sebastian Hellmann für seine Kommentare, für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Partie, die ja eigentlich fast schon entschieden ist, wenn man den Experten glauben darf. Beide Mannschaften sind in der Tabelle weit auseinander positioniert. Aber Sebastian, es gibt Überraschungen im Fußball, das muss nicht heißen. Ja, völlig richtig, Tom, denn wenn es immer so einfach wäre, dann müsste man das Ganze ja gar nicht mehr austragen. Und ich glaube, der Außenseiter hat nichts zu verlieren. Das könnte die Chance sein, kann hier völlig gelöst aufspielen und hat deshalb durchaus seine Chancen. Also erstmal müssen 90 Minuten gespielt. Hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. Solche Tore wollen wir sehen. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Und er trifft unglaublich tatsächlich schon bei seinem ersten Einsatz für seinen neuen Verein. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Da wirft er sich dazwischen. Und irgendwie konnte er den noch abwehren. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Ja, das sieht der Trainer gern. Schöner Spiel. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat, den Ball noch abfälscht. Und wir haben unmittelbar nach Spielbeginn gleich schon den ersten Eckstoß. Ja, aber mit dem Eckball kann er den Torhüter nun beim besten Willen nicht in Verlegenheit bringen. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Wunderbarer Pass. Die kommen immer wieder rechtzeitig zurück. Da waren die Zuschauer schon aufgesprungen. Fast alle hatten den Ball drin gesehen und er bringt die Fingerspitzen noch dazwischen. Ah, was für ein Foul, da zieht er ihm die Beine weg. Aber der Schiedsrichter, die Mauer stand goldrichtig. Ja, der Ball war im Tor aus, ganz klar, und das muss jetzt Abstoß geben. Klasse, wie er den freien Mann sieht. Super Pass. Oh, das ist ja überhaupt keine Gefahr. Klug gespielt. Ja, das ist ja ein Kinderspiel für den Verteidiger. Kann er die Möglichkeit nutzen? Da sieht er die Lücke. Tor! Ja, das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Und er spielt hier die Abwehr förmlich schwindlig. Schon sein zweiter Treffer in dieser Partie. Ja, schönes Zuspiel jetzt. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeige ich da eine Karte oder nicht? Ja, das ist ja die völlig richtige Entscheidung hier. Das gibt Gelb. Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. Und den hat er so gerade eben weggespitzelt, den Ball. Foul! Den Ball nach vorne gepasst. Und das. Den Ball weit nach vorne gepasst. Und jetzt drängen sie nach vorne. Und den Ball hat er ja förmlich gestohlen hier gerade in dieser Situation. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Klasse gespielt. Da hat er den Ball schlicht abgeschirmt, hat ihn gleich wieder verloren. Ah, wunderbar gesehen. Hat nur noch gehalten, aber der Ball ist immer noch heiß. Der Schiedsrichter zeigt in Richtung Eckfahne.
der Ball ist schnell aus der Gefahrenzone wieder raus. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Das war ein richtiger Zuckerpass. Achtung, jetzt brennt's. Und jetzt muss er schießen. Und ein weiterer Treffer ist gefallen. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Ja, der Keeper ist ganz klar der Schwachpunkt heute in der Mannschaft. Tja, wenn den keiner will, dann nehme ich mir eben den Ball. Also wenn die Flanke so dicht vors Tor kommt, dann ist das überhaupt kein Problem für den Torhüter. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Da in Station, Torwart. Ja, da lässt er den Ball laufen. Klasse Zuspiel. Ja, und der Gegner kommt ja gar nicht an den Ball ran. Und der Ball ist drin. Erstklassig, ein fantastisches Tor. Was hatte der schon für Chancen heute? Hut ab vor dem Spieler, hat nicht aufgegeben und jetzt hat er das Tor erzielt. Also, wenn das kein brutales Foul war. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Ja, und hier die klare Entscheidung, Abstoß. Ja, der Ball kommt weit. Nach den ersten 45 Minuten steht es 4:0. Wir werden in dieser Partie natürlich noch versuchen, etwas über die Verletzung des großen Pechvogels der ersten 45 Minuten in Erfahrung zu bringen. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. Gut eingeschätzt. Das wird gefährlich. Klasse rausgeköpft hinten den Ball aus der Gefahrenzone. Ja, und jetzt fragen Sie sich, wie knacken wir diese Nuss? So, jetzt wird es gefährlich. Ja, das war eine Glanzparade des Torhüters. Weit nach vorne geschlagen. Verteidigung spielt sehr diszipliniert. Ja, und wenn das kein Abseits war, dann weiß ich es auch nicht. Doch, klar, war es. Und wir schauen uns noch mal die Wiederholung dieser Abseitsstellung an. Und so soll das aussehen. Ja, und das hat der Torwart souverän gemacht. Ja, das war nichts. Abseits. Schauen wir uns noch mal die Wiederholung an. Brauchen wir, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren. Ja, da haben sie sich den Ball gleich wieder zurückerobert. Auch das zeichnet einen guten Abwehrspieler aus. Macht die Partie schnell. Klasse Zuspiel, jetzt hat er Raum. Ja, das war eine Abseitsposition, aber trotzdem so frei darf der eigentlich gar nicht an den Ball kommen. Also die Wiederholung müsste uns jetzt aufklären. Stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits? Ja, da sieht man gleich, der hat das Auge für den Mitspieler. Schlecht. Ja, flache Variante. Und der geht rein und jetzt sind natürlich die Fans außer Rand und Band. Was für ein Tor, was für ein tolles Tor. Ja, besseren Einschlag kann man sich doch nicht wünschen. Erstmals mitgespielt und gleich ins Tor. Super, die Fans gleich mit dem Beifall da.
Sowas nennt man eine kompakte Abwehr. Ja, das sieht gut aus. So, der kann die Bälle in die Räume spielen. Achtung, die Gefahr ist noch nicht vorbei. Riesenmöglichkeit. Und jetzt muss der Trainer reagieren, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Ja, das hat er gut eingeschätzt. Schöner Pass. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Und jetzt versucht er das Tor zu treffen mit einem Distanzschuss. Hat der Torwart gut gesehen, dass der Ball doch neben seinen Kasten fliegen würde. Schlägt den Ball weit nach vorne. Gut gemacht. Nutze die Chance. Und was für eine Parade. Während sich der andere Torhüter langweilt, macht er hier eine tolle Parade nach der anderen. Ohne ihn würde seine Mannschaft vermutlich nicht führen. Ja, und so eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Und die Hintermannschaft sieht nicht gut aus. Das gibt die Torchance. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Sie haben den Mann bis jetzt eigentlich ganz gut im Griff und jetzt stand er auch noch im Abseits. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Der Trainer wechselt aus. Klasse, direkt umgesetzt, das Passspiel und dann auf den freien Mann. Und jetzt scheinen sie langsam ihren Rhythmus zu finden. So, und damit sind sie wieder in Ballbesitz. Jetzt hat er den Platz. Elfmeter, Strafstoß, keine Frage. Und jetzt gibt es nur noch das Problem. War das der Rekord? Ja, das war ganz souverän und cool verwandelt. Wie er den spielt. Weit weg vom Tor steht er und trotzdem klasse Schuss. Der Ball geht neben das Tor. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, landet er vielleicht beim Gegner. Eigentlich war der schon drin, aber irgendwie war der Torhüter noch dran. Das gibt eine Ecke. Ja, das war kein guter Eckball. Der zieht den Ball zu nah ans Tor. Kein Problem für den Keeper. Und der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Und hoch rein das Ding. Und Tor! Unglaublich! Was für ein Jubel! Das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich! Das müssen Sie aber wissen, dass der Mann gefährlich ist. Jetzt hat er schon zwei Treffer erzielt. 3 Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Auch wenn wir uns die Wiederholung anschauen, müsste es klar werden. Stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits? Ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt?
Super Pass. Was für ein schöner Tag wieder mal für den FC Arsenal. Denn das Spiel ist zu Ende und die Mannschaft hat gewonnen.
So, wir sind mitten in der Qualifikationsrunde. Es ist noch alles drin. Die Zuschauer sind im Stadion und freuen sich auf eine packende Partie. Und die erwarten wir, Sebastian, auch. Ja, ganz klar. Und die Trainer natürlich ebenfalls. Und wenn wir mal sehen, wer da unten alles auf dem Platz steht, was für Stars, was für Techniker. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich richtig auf dieses Spiel, Tom. Denn wenn die das zeigen, was sie in ihrer bisherigen Karriere schon alles geleistet haben, dann wird das ein richtig gutes Fußballspiel. Ja, da ist einer, der kann die Spielsituation genau richtig einschätzen und profitiert davon. Das war ein richtiger Zuckerpass. Ja, und so setzt man natürlich die... So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Flanke in den Strafraum. Oh, den hat er übel erwischt. Ja, es sieht gar nicht so aus, als ob er den Ball abspielen wollte. Und ab geht's in die andere Richtung. Klasse gespielt. Und jetzt muss er schießen. Ja, er hat ihn nicht festgehalten. Den Ball weit nach vorne gepasst. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Ja, und hinten darfst du keine Fehler machen. Lieber einfach mal weg mit dem Ball. Ein wunderbarer Pass. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Ah, Führungstor für die Gäste und das ist schon erstmal ein Dämpfer für die Atmosphäre hier im Stadion. Ja, das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Eiskalt verwandelt und das war gleichzeitig noch überlegt gemacht. Ja, klasse Abwehrleistung. Und ganz sicher das Zuspiel. Achtung, jetzt brennt's an die Latte. Er befördert den Ball per Kopf aus dem Strafraum. So, er hat jetzt mehrere Möglichkeiten, den Ball abzuspielen. Und der Ball ist im Netz. Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen. Aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Richtig so. Erstklassiges Zuspiel. Prima, wie sie sich den Ball zurückgeholt haben. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Sowas kann der Schiedsrichter natürlich nicht durchgehen lassen. Er gibt gelb. Ja, Foul, gelbe Karte, richtige Entscheidung. Herrlicher Pass. Eine bessere. Oh, der hat ihm einfach vom Fuß geklaut, den Ball. Und jetzt steht er da und fragt sich, warum war der Ball nicht drin? Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. So, den Platz hat er, wenn er jetzt noch eine gute Flanke schlägt. Also mit den Flanken bringen die den Torwart nicht aus der Ruhe. Und weg mit dem Ball, denkt sich der Torwart.
ab, Junge. Mit den Fingerspitzen war er noch dran, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. So, Sie haben mehrere Varianten drauf in puncto Eckbällen. Für welche entscheiden Sie sich? Ja, das ist eine Faustabwehr nach diesem Eckball. Und das ist wichtig, dass der Torhüter mitspielt. Kein Problem. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. So, bis hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. Ja, das war ein klasse Kopfball. Ja, der Ball landet genau in den Armen des Torhüters. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Und den langen Ball, den zirkelt er perfekt. Also wenn die Flanke so dicht vors Tor kommt, dann ist das überhaupt kein Problem für den Torhüter. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Die Verteidigung spielt sehr diszipliniert. So, jetzt stellt sich die Frage, was stellt er mit der Möglichkeit? Und was für ein Tor! Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Ja, es scheint sich hier einiges vor. Und 3:0 ist das Halbzeitresultat hier. Das Halbzeitresultat ist keine Überraschung. Sie haben sich in den ersten 45 Minuten einfach mehr Chancen erarbeitet. Ich denke, die Führung geht völlig in Ordnung. Ja, dann schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben. Und irgendwie bringt der Verteidiger da noch einen Fuß an. Ball weit in die Spitze. Und nur raus damit, raus! Ja, das war klasse. Und wir schauen uns nochmal die Wiederholung dieser Abseitsstellung an. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Raus mit dem Ball, nur raus aus dem Strafraum. Genau so stellen wir uns das vor. Riesenmöglichkeit. Oh, das war aber ganz knapp über die Latte. Und die Entfernung war beträchtlich, trotzdem kommt der Ball an. Da hat er geahnt, wohin der Ball kommen würde und bringt die Fingerspitzen noch an den Ball. Super gemacht. Jetzt die Augen nur nach. Oh, da war auch ein bisschen Pech mit dem Spiel. Auch wenn es diesmal kein Tor war, aber sie spielen schon klasse. Super, die Fans gleich mit dem Beifall da.
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. So, eindeutige Entscheidung vom Schiedsrichter, gelbe Karte. Oh, schon wieder gelb. Jetzt sollten Sie aber langsam aufpassen. Ja, das ist hier überhaupt kein Problem für den Schlussmann. Und solche Bälle spielt nicht jeder. Ja, warum nicht? Da haben Zentimeter zum Torerfolg gefehlt. Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Ja, früh abgefangen, der Ball im Mittelfeld. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Und das war ganz knapp, geht der Ball vorbei. So, jetzt wechseln beide Trainer aus. Daraus könnte was werden. Los, schieß, Junge! Und sie treffen wieder gegen einen Gegner, der jetzt kaum noch Gegenwehr leistet. Oh, das ist unglaublich. Diese Technik. Ein klasse Tor. Ja, und jetzt hat er die Möglichkeit, in einem Spiel drei Treffer zu erzielen. Und das war gut gespielt. Ja, Passspiel gehört zu seinen Stärken. Ganz clever, ganz cool gemacht vom Abwehrspieler. Ja, Freistoß nach dieser Grätsche. Auf den ersten Blick sah es sogar noch schlimmer aus, als es in Wirklichkeit war. Aber der Freistoß ist schon okay. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Nur raus damit. Einfach weg aus der Gefahrenzone. Sehr gut gerettet vom Verteidiger in dieser Szene. Ja, da ist das Reaktionsvermögen des Abwehrspielers gefordert und er klärt den Ball. Kein Problem, einen solchen Flankenball abzufangen. Ja, erstmal raus hinten mit dem Ding. Und so soll das aussehen. Nicht schlecht. Tja, das sah nicht so gut aus, aber bitteschön, Hauptsache der Ball ist erstmal weg. Für dieses Tackling sieht er gelb und das geht in Ordnung. Ich weiß nicht, warum über diese gelbe Karte überhaupt diskutiert. Das war ein klares Foul. Nutzt er die Chance. Gut gehalten, aber das könnte noch eine Chance sein. So, jetzt wird's gefährlich. Und das passt und der ist drin und die Fans sind da und feiern. Das ist doch perfekt gemacht. Den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Das weiß man doch. Das weiß man doch, dass der gute Freistöße schießen kann. Also sieht ein klasse Pass aus. Klasse Einsatz bei dem Zweikampf. Keine Chance für den Gegenspieler. Der passt. Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Also dafür hat er auch gerackert, für dieses Tor, das er jetzt endlich erzielt hat. Und jetzt scheinen sie langsam ihren Rhythmus zu finden. Super Kombinationsfußball. Geklärt. Der Schiedsrichter gibt nur Freistoß. Der Spieler ist verletzt, aber es gibt noch nicht mal die gelbe Karte dafür. Ja, da krümmt er sich am Boden, wälzt sich, ist ja klar, der hat den voll getroffen. Was macht der Schiedsrichter? Nichts.
unglaublich. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Und dieser Erfolg bedeutet ab in die nächste Runde.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Spiel, bei dem man überhaupt nicht weiß, wie das ausgehen wird. Beim letzten Aufeinandertreffen gab es ein Unentschieden. Was wird es heute geben, Sebastian? Ja, ich glaube, Tom, dass das auch heute wieder eine ganz schwere Frage sein wird. Die Mannschaften sind einfach zu ausgeglichen, das haben wir schon gesehen. Ich glaube, es wird um eine Nuance gehen, welche dann entscheidet, wer diese Partie gewinnt. Das war ein schlechter Flankenball. Und den gibt er jetzt erstmal nicht mehr her. Weg mit dem Ball. Das kann er, schirmt den Ball hervorragend ab. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Sieh ab, Junge! Ah, klasse Aktion. Oh, schade, da stand er ganz frei, aber halt auch im Abseits. Wir schauen uns in der Wiederholung nochmal an. Abseits, ja oder nein. Schönes Zuspiel zum freien Mann. Und die Abwehr macht ihre Sache ganz, ganz großartig. Ja, das war eine Abseitsposition, aber trotzdem so frei darf der eigentlich gar nicht an den Ball kommen. Müssen wir uns darüber unterhalten? Nein, das war Abseits. So wollen wir das sehen. Ja, wie willst du aus dieser Entfernung einen guten Torhüter in Verlegenheit bringen? So, das ist schon sehr souverän, wie der Verteidiger mit derlei Situationen umgeht. Und jetzt müsste die Flanke kommen. Also die Chance hat er vertan. Und jetzt hat er den Platz. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat, den Ball noch abfälscht. So, das könnte jetzt seine große Chance sein. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik. Ja, das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Und daraus könnte was werden. Er überlegt jetzt, schlank ich nicht. Und sie werden immer offensiver. Jetzt die Augen nur noch. Er trifft. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Großartiger Treffer, so wollen wir ihn sehen. Voll entschlossen hat. Und er kann die Bälle in die Räume spielen.
Und wir schauen uns nochmal die Wiederholung dieser Abseitsstellung an. Ja, da hat er sich vielleicht selbst gewundert über diese Distanz, aber ist gut gegangen. Gut. Und jetzt muss er schießen. Mit den Fingerspitzen geklärt, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. Ja, da war noch ein Verteidiger dran, deswegen Eckball. Ja, da freut man sich als Torhüter, wenn man so einen Eckball serviert bekommt. Super Pass. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Immerhin, sie haben einen Eckball herausgeholt. Ja, man kann es noch mal probieren. Ja, was will er mit dem Schuss? Den Torwart in Verlegenheit bringen? Das geht wohl kaum. Ja, was hat er sich bei diesem Schuss gedacht? Um Himmels Willen, das hätte doch der Ausgleich sein müssen. Die ersten 45 Minuten sind fast vorüber und bislang konnte hier noch keine Mannschaft auch nur für eine Vorentscheidung. Kommt er irgendwie mit dem Fuß noch an den Ball. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Ja, und das Tackling war schlecht getimt, deswegen die Entscheidung korrekt. Verwarnung. Nee, das war zu schwach. Keine Schwierigkeit für den Keeper hier, den Ball abzuwehren. Ja, und das hat der Torwart souverän gemacht. Ja, Zuspiel wie aus dem Lehrbuch. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Er köpft den Ball aus dem Strafraum. Ja, Zuschauer haben bislang erst einen Treffer gesehen. Spielstand also logischerweise 1:0 und damit geht es jetzt in die Halbzeitpause. Von uns aus kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. So, jetzt wird es gefährlich. Gefällt dem Trainer. Der Ball war gerade eben noch frei, aber nur ganz kurz ist er da. Ja, das sieht gut aus. Ja, klare Sache, logisch. Freistoß. Ah, der sah gefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Also mit den Flanken bringen die den Torwart nicht aus der Ruhe. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Ja, da hat er gut aufgepasst. Unglaublicher Reflex vom Keeper. Ja, und die langen Bälle, die kann er natürlich spielen. Da hat er Übersicht, da hat er ein Auge für. Schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler. Oh, das könnte jetzt ganz gefährlich werden, wenn er jetzt nur noch... Weltklasse, unglaublich, toll! Das ist doch perfekt gemacht, den trifft er doch blendend, das ist das Tor des Monats. Ja, eben stand sie noch selbst am Rande eines Gegentores und jetzt haben sie selber ein Tor gemacht. Also wie der hier in die Zweikämpfe geht, das ist schulmäßig.
Ja, das könnte eine gute Chance werden. So, jetzt kommt die Flanke, aber genau auf den Torwart. Ja, bloß weg damit. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Ja, da lässt er den Ball laufen. Klasse Zuspiel. Für den muss er jetzt verwandeln. Oh, klasse, der lange Ball. Jetzt müsste er eigentlich flanken. So, jetzt alles nach vorne, heißt die Devise. Ja, da hat er überhaupt kein Zielwasser getrunken vor diesem Abschluss. Ja, das war ein schwacher Schuss und das hätte gut und gerne eigentlich der Führungstreffer sein können. Und jetzt hat der Trainer sein Wechselkontingent voll ausgeschöpft, hat drei frische Spieler. Und so soll das aussehen. Und da musst du die Lücke erstmal finden. Die stehen hinten so kompakt. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Schöne Aktion über mehrere Stationen. Also die Abwehr, die musst du erstmal aus den Angeln heben. Solche Aktionen sind gut für das Selbstvertrauen. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. Ja, wenn der Gegner den Ball so leichtfertig verliert, dann nimmt ihn halt die andere Mannschaft. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Ja, wenn das kein Freistoß war, das sieht der Schiedsrichter genauso. Und zum ersten Mal in diesem Spiel weg. Also das macht einen ganz souveränen Eindruck, wie die stehen da hinten. Hochkonzentriert. Also da schüttelt er selbst mit dem Kopf. Er kann es nicht glauben, so einen Ball gespielt zu haben. Richtig so. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Jetzt ist er fast durch, hat nur noch einen Abwehrspieler vor sich. Und solche Ballverluste können teuer werden. Klasse, wie er den spielt. Tja, doppeltes Pech für den Angreifer. Er wird gut markiert und läuft dann auch noch ins Abseits. Ja, und sowas läuft unter dem Oberbegriff Ballkontrolle. So, jetzt müssen die Verteidiger aufpassen. Jetzt spielt er die hohe Flanke als Kopfballvorlage. Damit öffnet er das Spiel. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Sauber geklärt vom Torwart. So, kein Sieger heute. Beide müssen mit einem Unentschieden zufrieden sein.
Herzlich willkommen zu diesem Spiel, bei dem die Heimmannschaft vielleicht ein bisschen Bammel hat, Sebastian, denn zuletzt haben sich die Gäste durchgesetzt. Ja, es war ja häufig eine ganz enge Angelegenheit zwischen diesen beiden Teams und ja, ich bin heute mal gespannt, wer die Oberhand behält. Ich freue mich jedenfalls auf diese 90 Minuten. Das ist ja unglaublich, wie der die... Und hier schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. War das abseits? Achtung, jetzt brennt's. Ja, gut abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Und solch einen langen Ball spielst du nur, wenn du ein gutes Auge hast. Ja, eindeutige Abseitsposition, ganz eindeutig. Müssen wir uns darüber unterhalten? Nein, das war Abseits. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit geklärt hat. Das hat er gut gesehen. Und das ist schon souverän, wie sie hinten in der Abwehr stehen. Das war ein guter Kopfball. Und das war schon toll, dieser Pass. Und jetzt geht er vorbei, jetzt ist er da. Jetzt geht er erstmal wieder zu vorne. Und sowas braucht er. Das ist doch perfekt gemacht, den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Tja, klassisch ausgekontert nennt man das. Ein toller Treffer. Der Verteidiger kann klären. So, schönes Zuspiel, vielleicht die Chance jetzt. So, den muss er jetzt verwandeln. Und der Ball ist im Netz. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Ja, das war schon fast die Vorentscheidung. Guten Distanzschuss. Und der Ball ist... Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Und der trifft unglaublich tatsächlich schon bei seinem ersten Einsatz für seinen neuen Verein. Und da sieht man in der Mannschaft, stimmt's. Solche Pässe, die schauen wir uns gerne an. Oh, da hat sein Gegenspieler aber geschlafen. Ah, das ist ja ein Weltklasse. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Ja, das wird gefährlich. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Der Trainer hat schon gesagt, er ist im Moment gut drauf. Der hat Selbstbewusstsein. Da stimmt das Timing, da stimmt das Reaktionsvermögen. Das sehen wir hier. Das ist ja ein Kinderspiel für den Verteidiger. Gute Kopfballtechnik. So, und damit sind sie wieder im Ballbesitz. Jetzt die Augen nur nach und der behält die Nerven, macht ein Tor. Der macht ein Tor und was für ein wichtiges. Was für ein Tor, was für ein tolles Tor. Ja, er scheint sich hier einiges vorgenommen zu haben für die Partie. Das war schon sein zweites Tor im laufenden Spiel. Und in der Abwehr steht er gut und hat den Ball gleich wieder zurückerkämpft. Schön per Kopf weitergeleitet. Und das sieht gefährlich aus. Ja, schönes Zuspiel jetzt.
So, der Verteidiger hat sich den Ball geschnappt. Überhaupt kein Problem für den Torhüter. Ganz schwacher Schuss. Er hat den Ball weit abgestoßen. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Gute Möglichkeit zum Flanken. Er flankt den Ball nach innen und Tor. Dann hören Sie mal, was jetzt auf den Rängen los ist. Ein wunderschöner Treffer. So, und jetzt ist Pfeffer drin hier in der Partie. Anschlusstreffer. Und so wie es im Moment läuft, traue ich Ihnen jetzt auch noch den Ausgleich zu. Oh, das war eine klare Abseitsstellung. Und die Wiederholung macht klar, das war eine richtige Entscheidung. Ah, wunderbar gesehen. So, jetzt wird's gefährlich. Das ist der Ausgleichstreffer. Und jetzt schaut sich mal den Jubel an. Das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Ja, der Torhüter steht heute total neben sich. Und der Trainer sollte mal drüber nachdenken, ob er ihn nicht rausnimmt. Der Verteidiger fälscht den Schuss ab. Der Schiedsrichter zeigt in Richtung Fahne, es gibt Eckball. Ja, solche Bälle hat er gerne. Der Torwart halbe Höhe, da kommt er leicht hin. So, Schiedsrichter pfeift die erste Halbzeit ab. Spielstand 3:3. So, hinein in den zweiten Durchgang. Wir freuen uns nach wie vor auf guten und attraktiven Fußball. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. So, das war jetzt aber ein richtiger Befreiungsschlag. Und den schlägt er jetzt weit nach vorne. Nutze die Chance und Berner. Und der behält ihn auf, macht ein Tor. Der macht ein Tor. Was für ein wichtiges. Wunderbar, einfach wunderbar. Ein wunderschönes Tor. Und jetzt müssen wir mal abwarten, ob der vielleicht heute noch ein drittes Mal erfolgreich ist. Das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Jetzt an die Latte. Oh, das sieht aber ganz vielversprechend aus, diese Situation jetzt. Zieh ab, Junge. Schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. Brauchen wir, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren. Weltklasse-Pass. Klasse-Pass hinein in die Gefahrenzone. Ja, wie um alles in der Welt kann man dieses Foul nicht sehen. Das gibt's doch gar nicht. Klare Sache für den Schiedsrichter. Er zeigt gelb. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeig ich da eine Karte oder nicht? Weiter Abstoß, sehr weit, raus auf den Flügel.
Ja, da muss er einen anderen Pass spielen. So ist das Ganze kein Problem für den Verteidiger. Alle Angreifer sind jetzt in der gegnerischen Hälfte postiert. Der Trainer wechselt aus. Und er findet den freien Mann. Elfmeter hat er entschieden. Und jetzt würde es mich nicht wundern, wenn er auch noch eine Karte aus der Tasche holt. Und abgewehrt. Und jetzt schleunigst ab in die eigene Hälfte, denn das Tor ist verwaist. Ein bisschen Glück gehört dazu vom Pfosten. Springt der Ball noch ins Tor. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Genau in den Lauf. Ja, der Ball kommt. Eine bessere Möglichkeit wird er heute nicht mehr bekommen. Ja, was will er mit dem Schuss? Den Torwart in Verlegenheit bringen? Das geht wohl kaum. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Oh, per Kopf, warum nicht? Ja, das war klasse. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Der Schiedsrichter greift zur gelben Karte. Oh, schon wieder gelb. Jetzt sollten Sie aber langsam aufpassen. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung erleben. Ja, und in der eigenen Hälfte hat er sich den Ball zurückerkämpft. Den hat er so gerade eben weggespitzelt, den Ball. Tja, und wenn sie es dem Abwehrspieler so leicht machen, bitte, schon hat er wieder den Ball. Ja, das Kopfballspiel, das beherrscht er wie aus dem Lehrbuch. Schuss, und er bleibt in der gegnerischen Abwehr hängen. Mal langsam die Hereingabe kommen. Das war eine gute Flanke jetzt. Und jetzt versteht man hier sein eigenes Wort nicht mehr. Die Fans sind außer Rand und Band über dieses Tor. Mindestens mal eine Auswechslung. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball. Der Ball ist noch heiß. Und es gibt Ecke. Erstmal per Kopf aus der Gefahrenzone befördert. Ja, der hat das Talent, der hat den Trick. Und jetzt muss er schießen. Und der passt genau in den Knick. Oh, das ist unglaublich, diese Technik. Ein klasse Tor. Der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornimmt. Ja, das ist jetzt eigentlich nur noch ein besseres Trainingsspielchen da unten. Sie sind haushoch überlegen. Oh, der hätte genau gepasst, aber mit den Fingerspitzen war er noch dran. Ecke. Aber Ecken habe ich von dem schon viel besser gesehen. Ja, gut gespielt vom Verteidiger. Die Möglichkeit nutzen. Jetzt hat er den Platz. Klasse Reflex des Torhüters. Weit nach vorne geschlagen.
Ja, das war ja eine ganz souveräne, eine sichere Vorstellung. Verdientermaßen geht diese Mannschaft deswegen als Sieger aus der Partie hervor. So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis dann. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war heute leider nicht so lang, aber ja, es geht bald weiter, denke ich. Also bis dann. Ciao.